Hallo, ich hoffe, Sie können mich sehen bei dem Nebel. Wir haben einige Neuigkeiten bei AS Motor. Seit 2013 haben wir den ferngesteuerten Schlegelmäher AS 57 RC und heute präsentieren wir die zweite Generation AS 751 RC. Wir haben einige technische Details verbessert und die schauen wir uns jetzt nacheinander mal an. Herzstück einer jeden Maschine ist der Motor. Wir haben einen 13 PS Briggs & Stratton IC verbaut. Vorteil dieses Motors ist, er ist einfach und robust gebaut und verzichtet auf jegliche elektronische Bauteile. Neu ist die Befestigung der Schlegel direkt an der Welle, ohne Schäkel. Vorteil hierbei ist ein deutlich besseres Schnittbild. Große Verbesserung ist der Auswurf des Materials über die Stahlrolle im Vergleich zum Vorgängermodell. Das verbessert das Mähbild besonders beim Rangieren. Unverändert bleibt der höchstmögliche Steinschlagschutz durch doppelte Gummilappen nach vorne, Ketten an der Seite und ein geschlossenes Mähdeck nach hinten. Unter dieser Abdeckung sitzen die Servomotoren des Hydrostaten. Diese steuern die Ketten. Jetzt ausgestattet mit berührungsfreien Magnetpotentiometern. Diese sind erstens verschleißfrei und haben zweitens doppelt so hohe Genauigkeit in der Bedienung. Das ermöglicht uns eine deutlich präzisere Steuerung. Die Ketten haben wir leicht verändert. Es gibt ein neues Profil und die Kette ist breiter und länger geworden. Dadurch haben wir mehr Spurtreue quer zum Hang und das Optimum zwischen Traktion und Bodenschonung. Ich kann die Laufrollen beim AS 751 RC einzeln abschmieren. Die Aufhängung des Raupenfahrwerks an der Vorderachse und an der pendelnden Hinterachse sind jetzt mit auswechselbaren Verschleißbuchsen ausgestattet. Das Pendellager der Hinterachse wurde für mehr Bodenfreiheit etwas nach oben versetzt. Neu ist auch, dass wir die Bedienelemente Choke und Gas manuell an die Maschine gelegt haben. Auffällig ist auch die neue Motorhaube über das ganze System. Diese schützt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Wir können mit dem Gerät bis zu 58 Grad am Hang arbeiten. Mit dem Schlegelmähwerk von 75 cm mähe ich mit dem Gerät hohes Gras und leichtes Gestrüpp. Hauptvorteile der Maschine sind die kompakte Bauweise, die Aufbauhöhe von nur 59 cm und das geringe Gewicht von 345 Kilogramm.